Ich hab mal wieder überhaupt nicht verstanden. Guten Abend, Kiel! Ahoi! Das klingt doch schon ganz prima. Eine tolerante Stadt. Und das wollen wir leben, hier heute Abend auf dem Rathausplatz. Also wettermäßig sind wir ja schon mal wunschlos glücklich, würde ich sagen, ne? Zum Start in die Jubiläumssaison. Pralle Sonne, bisschen Wind, kein bisschen Regen, nicht zu kalt. Also so kann es auf jeden Fall weitergehen und gerne auch so friedlich und so fröhlich, wie wir das heute und gestern. Des Landes Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Herr Günther, wenn ich Sie gleich zu mir an die Glocke bitten darf, denn es ist ja wieder mal so, Sie müssen ja um 19.32 Uhr pünktlich gleich das maritime Startsignal geben. Vorher auch mit Ihnen so ein kleiner Rückblick auf das vergangene Jahr, seit wir wieder gewartet haben auf die nächste Kieler Woche. Politik ist ja nie einfach, aber man hat immer den Eindruck jetzt in den letzten Monaten, es wird immer auch so ein bisschen schwieriger, weil die Zeiten einfach. Dann schauen wir mal nach vorne, denn wir haben gerade eben bei dem Empfang im Rathaussaal was Schönes gesagt, dass wir nämlich dieses Jahr die Kieler Woche ja sogar um ein Jahr verlängern können. Darauf freuen Sie sich ja ganz besonders. Naja, zumindest um zwei Tage, nicht? Wir feiern ja jetzt die Kieler Woche zusammen, aber wir haben am 2.3. Oktober, das können Sie sich alle eintragen, auch ein besonderes Ereignis hier. Wir sind ja im Moment Bundesratspräsident, alle gemeinsam, die hier zusammenstehen. Und das heißt, dass wir zum Abschluss der Bundesratspräsidentschaft die Ehre haben, den Tag der Deutschen Einheit hier in Kiel, in der Landeshauptstadt, zu verleben. Und ich kann versprechen, diese zwei Tage, das wird keine elitäre Veranstaltung von Leuten, die sich alle gegenseitig gut finden, sondern wir wollen alle gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern feiern, Tag der Deutschen Einheit. Und ich würde mir einfach wünschen, wenn ganz viele, die heute hier sind, auch dann wieder mit dabei sind, um dieses großartige Fest zu begehen. Sehen Sie mal, der Politiker, der kann doch die richtigen Worte finden, oder? Auch bei so einem Ereignis wie der Kieler Woche. Da geht es ja nicht nur irgendwie um am nächsten Stand den nächsten Drink zu heben, sondern da kann man ja dann auch die richtigen Signale setzen. Haben Sie denn eigentlich schon ins Programm geguckt, was gefällt Ihnen bei der Kieler Woche 2019? Mir gefällt wirklich eine ganze Menge, aber bei mir ist es so, dass ich ja auch viele festgelegte Termine habe, auf die ich mich freue. Und ich kann es leider nicht so machen, dass ich mir die Abende frei halte, wo gerade was Gutes im Programm ist, sondern ich habe mir zwei Tage geblockt, wo ich auch mal privat hier ein bisschen unterwegs sein will. Ich verrate jetzt nicht, welche beiden das sind. Und wissen diejenigen, bei denen ich da abgesagt habe, weil ich angeblich keine Zeit habe, dass ich einfach nur frei haben wollte. Also von daher muss das hier in einem kleinen, eng begrenzten Kreis jetzt auch bleiben, was ich sage. Aber an zwei Tagen sind wir wirklich unterwegs und machen vielleicht auch mal einen drauf. Ich würde das auch als Ministerpräsident erlaubt, oder? Ja, absolut. Also da bin ich jetzt auch nicht diejenige, den Sie um Erlaubnis fragen müssen. Also, aber ne? Würden Sie sagen, es gibt ja auch immer wieder Neuerungen bei der Kieler Woche. Man versucht irgendwie auch klimamäßig irgendwie was zu machen bei der Kieler Woche. Und normalerweise heißt es bei solchen Veranstaltungen immer mehr, macht mal größer, macht mal weiter. Würden Sie sagen, so hier ist die richtige Balance, die Kieler Woche entwickelt sich in die richtige Richtung? Doch, ich finde, die richtige Balance ist auf jeden Fall gefunden. Natürlich freuen wir uns immer darüber, wenn die Anzahl der Gäste noch mehr zunimmt, aber es muss nicht immer alles größer werden, sondern ich glaube, das Fest sollte so bleiben, wie wir es auch gewohnt sind, wie es auch Spaß macht, die gesunde Mischung. Herr Ministerpräsident, und viel Spaß für Sie natürlich noch in dieser Woche. Und dann darf ich die Bundesfamilie bitten. Darf ich mich bei Ihnen so ein bisschen hier vielleicht in die Mitte stellen und vielleicht nicht so, dass wir hier von der Glocke verdeckt werden? So, ich komme mal zu Ihnen in die Mitte. Das finde ich jetzt mal echt. Dann bin ich hin zum Wasser, habe gesehen, wie die ersten Schiffe langsam ausgelaufen sind und wir waren gemeinsam bei der Kieler Woche inklusiv in Kielgarden und waren dann natürlich auf der Spiellinie hier in Kiel, wo wir vom Familienministerium mit dem Kinderrechtebus unterwegs sind. Ich kann sagen, das ist einfach großartig hier. Ganz, ganz toll. Herzlichen Glückwunsch an die Stadt, an alle, die das hier zusammen möglich machen. Ganz große Klasse. Ja, das liegt auch in der Verantwortung des Oberbürgermeisters. Und Sie haben ja auch angekündigt, hier tut sich ganz viel bei der Kieler Woche. Es soll sich auch immer wieder was verändern und in diesem Jahr vor allen Dingen in Sachen Klima. Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie bis jetzt erreicht haben? Ich finde ja, wir haben ja zur 125 Kieler Woche 125 kleine und größere Neuerungen gemacht.
wir haben ein Pfandsystem eingeführt, wir haben noch mehr Fahrradgaragen, wir haben Ökostrom, wir haben Verzicht auf Plastik, wo das geht. Mehr geht immer, wir werden uns weiter anstrengen, das ist eine lange Geschichte, aber ich glaube, so nachhaltig war die Kieler Woche noch nie. Einige haben gesagt, wir sollen kein Feuerwerk mehr machen oder die ganze Kieler Woche absagen. Ich glaube, wir sollten es nicht übertreiben, sondern wir wollen gemeinsam hier als Kieler und als Kieler mit unseren Freunden aus aller Welt zeigen, was gemeinsame Freude, was Völkerverständigung heißt. Und da kriegen wir auch die Kraft für alles, was politisch notwendig ist, raus. Und so gerne hätte ich es auch gerne in Zukunft. Ja, und da gibt es jetzt hinzufügen. Auf jeden Fall, jetzt muss ich Sie ja noch was Persönliches fragen. Wir hatten hier vor 3 Jahren auch auf der Bühne als Ehrengast Ihren Parteigenossen, Herrn Sigmar Gabriel, der dann überraschenderweise so Geschichten erzählte von Liebschaften, die er damals in Kiel gehabt hat. Und man merkte, dass er sich dann doch in der Kneipenszene auch ziemlich gut auskannte. Wie sieht es denn eigentlich bei Ihnen mit der persönlichen Verbindung zu Kiel aus? Was bedeutet Ihnen diese Stadt? Waren Sie früher schon mal hier? Kennen Sie womöglich auch noch den einen oder anderen Kneipentipp? Ja, also ich habe im letzten Jahr ein wichtiges Ereignis gehabt. Ich bin 40 geworden und das war am 3. Mai und das war der Tag, an dem in Kiel die Jugend- und Familienministerkonferenz stattgefunden hat. Also mich verbindet mit Kiel, dass ich meinen 40. Geburtstag hier mit den Jugend- und Familienministern aus ganz Deutschland gefeiert habe. Und ansonsten verbindet mich mit Kiel, heute hier zu sein. Es ist ein großartiger Tag, aber auch wiederzukommen, denn wir werden am 6. August hier in Kiel den Vertrag über die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes unterschreiben und werden 191 Millionen Euro für die Kitas nach Schleswig-Holstein geben vom Bund. Vielen Dank an Sie, vielen Dank auch an Sie, Herr Oberbürgermeister. Wir wollen dem Feiern jetzt nicht lange im Wege stehen, deswegen darf ich Sie, Frau Ministerin, jetzt um Ihre offizielle Eröffnung. Ja, meine Damen und Herren, wie sagt man, moin moin oder ist zweimal schon gesabbelt? Das haben ja auch manche gesagt. Also, ich sage einmal moin, ich freue mich hier heute bei Ihnen zu sein. Wir hatten eben schon oben im Festsaal die Begrüßung und ich will das gerne nochmal sagen, was ich dort oben gesagt habe. Für mich ist die Kieler Woche eben viel, viel mehr als ein Segelsportwettbewerb. Es ist ein Zeichen, was aus Schleswig-Holstein aus Deutschland hinausgeht, für die internationale Verständigung, für Gemeinsamkeit, für Dialog, für Kooperation, gegen Egoismus und dafür, dass am Ende die Begegnung untereinander mit den Menschen, die Zusammenarbeit viel, viel stärker ist als Spaltung, als Hetze, als Populismus, als Hass. All das, was von dieser Kieler Woche ausgeht, zeigt, wie wunderbar Deutschland auch sein kann. Wie wir uns international zusammenbinden, wie wir über den Sport, über die Freude am Meer, am Segeln zusammenkommen. Und wissen Sie, mich freut das ganz besonders. Es gibt ja auch Menschen, die können sich eben nicht leisten, so eine Yacht zu fahren oder dort mit an allen Dingen teilzunehmen. Und die Kieler Woche ermöglicht, dass jeder mitmachen kann. Sie ermöglicht über ganz viele kostenlose Angebote, dass Menschen dabei sein können. Und das ist großartig. Und ich habe das heute gesehen, es sind über 2000 Aktionen, die in dieser Woche stattfinden. Es sind Menschen, die unheimlich viel auch selber beitragen, die nicht fragen, was andere tun, sondern die fragen, was sie selbst tun können. Und damit sind sie Vorbild, Vorbild für andere in Deutschland, für dieses ehrenamtliche Engagement. Vielen, vielen Dank dafür, dass Sie das alle gemeinsam tun. Und ich wünsche Ihnen eine wunderbare Kieler Woche. Seien Sie Signal für auch andere Menschen, andere Teile in Deutschland. Das sind Sie schon. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Viel Erfolg, viel Spaß, viel Freude, gutes Zusammensein. Und naja, ich hoffe, dass alle auch trocken bleiben, wenn Sie es bleiben wollen. Also machen Sie es gut. Dann können wir jetzt zum lautesten Signal des Abends schreiten.
unsere Gäste, die Bundesfamilienministerin, der Stadtpräsident von Kiel, der Landtagspräsident, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und der Oberbürgermeister von Kiel. Vielen Dank an Sie alle und wir machen jetzt gleich die Bühne frei für unseren Musiker.